Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Heute in meiner Heimat mit meiner Mutti. Hallo. Und zwar haben wir uns heute gedacht, wir fahren mal eine kleine Runde. Wetter ist eigentlich relativ gut. Die Sonne kommt immer mal ein bisschen raus. Es war ein bisschen windig. Und ja, ich bin mit meiner Mutti, glaube ich, noch nie zum Motorrad gefahren. Außer ganz früher mit der Simme, ne? Sind wir eine kleine Runde gefahren. Stimmt. Und sie sieht jetzt auch heute zum ersten Mal so richtig mein Motorrad. Also ich weiß gar nicht, sie kannte nur mein anderes mit dem alten Dekor, aber das mit dem neuen kannte sie noch nicht. Und was sagst du zu dem? Ist schön? Sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Ah, das freut mich. Das ist ja auch immer so wichtig, ne? Die Meinung von den Eltern irgendwie. Vor allem die Sitzbank ist ja toll. Ja, die ist auch neu, finde ich auch. Da bleibt man so ein bisschen Kind, ne? Da will man wirklich immer noch so die Eltern beeindrucken, was man so hat, wie mit dem Spielzeug früher. Ah, schön, das freut mich. Wir sind hier schon gerade ein kleines Stück gefahren, also sie hat sich schon so gefreut, es ist einfach so niedlich. Ich freue mich immer wieder, meine Mutti so glücklich zu sehen. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal aufs Bike und dann diesmal hier eine kleine Runde. So, geht es? Warte. Klappt, ne? Ja. Okay. So, springt an wieder eins. So, ist auch alles neu gemacht, musst dir keine Sorgen machen. Okay. Die läuft wieder eins. So, warten wir noch, bis die Autos weg sind. Ganz vorsichtig um die Kurven. Ja, die zieht so ein bisschen, ne? Die ist so ein bisschen ruppig. Aber schön. Das ist die Übersetzung. Das ist schön, ne? Ja. Oh, das freut mich, dass du mir auch so vertraust. Ja. Oh. Ich bin aber aufgeregt. Ach, brauchst du nicht. Machen ganz entspannt und so. Der hält sich ja gut fest. Wie ist es so, der erste Eindruck? Also, herrlich. Aber ich bin so aufgeregt. Ich glaube, ich kann mich noch nicht so richtig entspannen. Das kommt dann auch mit der Zeit. Genau. Oh. Das ist schön. Oh, ich freue mich auch. Ich bin noch ewig nicht mehr so ein bisschen Landstraße gefahren. Ja, genau. Sind wir früher gefahren? Das weiß ich noch. Ja. Und das, wo sind wir denn da hingefahren? Da sind wir auch richtig zum nächsten Dorf, ne? Sind wir auch Familie, haben wir da besucht. Ist uns die auch mal abgereckt, nicht, wo wir gefahren sind? Da war doch irgendwie... Ich glaube schon. Da war doch immer irgendwas mit der Zündkerze oder so. Ich war ganz langsam. Aber du machst das toll. Genau, da war immer irgendwas mit der Zündkerze. Das weiß ich noch, einmal musste ich auch abgeholt werden von euch, wo ich mal alleine rumgefahren bin. Ja, stimmt. Jetzt kann ich mich erinnern. Ja, der... Irgendwie ist da die immer durchgebrannt. Keine Ahnung, woran das so richtig lag. Ganz aber verrückt. Schön sah die auch aus. Oh ja, die war schön. Die war schick gemacht. Aber musst keine Angst haben. Oh, wenn du machst das gut. Du musst dich jetzt nicht extrem mit reinlegen. Du musst jetzt aber auch nicht dich dagegen legen und so in den Kurven. Okay. Deswegen einfach, so wie du dich festhältst, an mir bleiben. So wie, als wärst du mein Körper mit. Wenn wir gleich auf die kleine Straße kommen, wo nichts kommt, da musst du dich mal richtig doll festhalten. 30 Euro. Oh, ja, Entschuldigung. Nicht so schlimm. Dann gib ein bisschen Gas. Boah, das ist so ungewohnt, so langsam zu fahren. Aber es ist gut, dass du hier aufpasst, Mutter. Die Mutti ist hier, kontrollieren da immer. Das ist wie, wenn man Autoführerschein macht und dann die Mutti das erste Mal mit drin sitzt. Aber ich vertraue dir, du machst das toll. Ah, cool. Jetzt links? Ja. Aber es ist schon verrückt, ne? Eigentlich aus unserer Familie fährt keiner so richtig aktiv Motorrad, oder? Also dein Uropa ist sehr viel Motorrad gefahren. Auch ganz wild. Aber ganz früh, aber das habe ich selber nicht mitbekommen, okay, ne? Nee, hast du leider nicht mitbekommen. Aber ansonsten fährt niemand, das stimmt. Ist eigentlich verrückt. Wo kommt das denn her, dann die Leidenschaft so richtig, ich ne? Ich kann es dir nicht sagen. Irgendwie wirklich über ein Uropa oder so. Stimmt. Ah, der hat mich noch Motorradfahren gesehen, ist ja auch irgendwie cool gewesen. Ja, der wäre auch stolz. Der hätte sich gefreut. Da vorne rechts. Ja. Ich will dir nur mal kurz zeigen, wie Was schön die zieht. Also ich mache nicht sehr stark, halte dich richtig schön fest. Aber kein Wheelie. Nein, nein, nein. Okay. Das war nur Halbgas. Das ist richtig krass. Oh, da muss man sich wirklich gut festhalten. Ja, es ist krass, ne? Da kannst du dir mal vorstellen, wie gut die im Wheelie hochgeht. Ich habe dir auch noch nie Wheelie gezeigt, Mama, ne? Das ist eben. Aber ich habe immer Angst, das zu sehen. Aber das können wir ja auch sonst im nächsten Video machen.
Okay. Weil wir fahren jetzt erstmal, dass du dich dran gewöhnst, dass du merkst, ich bin sicherer Fahrer. Ja, aber die ist eh noch nicht warm. Aber ich glaube, man könnte süchtig danach werden. Das hat jetzt richtig Spaß gemacht. Ja, ne? Ja. Oh, das freut mich das voll. Das machen wir gleich noch mal. Ja. Oh, du bist so schön. Das freut mich so, dass du so Spaß hast. Ja. Aber es ist eigenartig. So, man muss ja absolut vertrauen. Und eigentlich passen ja Eltern mehr auf ihre Kinder. Ja, voll. Stimmt. Und jetzt muss ich dir voll vertrauen und du musst mehr auf mich aufpassen. Das ist schon ein komisches Gefühl. Ah, das stimmt, das glaube ich dir. Wie war denn das, als ich gesagt habe, dass ich jetzt einen Großmotorradführerschein machen möchte? Ich habe immer Angst gehabt. Hast du Angst? Wirklich, ja. Und habe auch noch Angst. Viele meinten auch, sie müssen immer ihre Eltern überreden, aber das muss ich nie bei euch, ne? Nee, wir haben dir da vertraut. Du warst schon immer vernünftig und haben da vollstes Vertrauen, Mäuschen. Ah, oh, das ist jetzt, schön. Jetzt müssen wir rechts. Okay, ich fahre nochmal die Gerade kurz, bevor wir links fahren. Können wir nochmal kurz ein bisschen quatschen und so nochmal gleich fahren. Aber das ist cool. Aber wie würdest du denn sagen, wie könnte man denn die Eltern überreden? Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Wenn Eltern Angst haben, dann bleibt das irgendwie drin, ne? Ich glaube, das bleibt, ja. Aber man könnte man irgendwie Punkt, den man sagt, ich fahre wirklich nur, wenn ich Schutzkleidung anhabe. Man kann es nicht kontrollieren, aber man kann halt so einen Sicherheitsaspekt geben irgendwie. Oder, boah. Ich weiß es nicht, Annika, das kann ich ja nicht sagen. Keine schwierig, Frage. Ne? Ganz schwierige Frage. Ja. Weil ich ja eigentlich auch ängstlich bin und nur wegen dem Vertrauen, das ich zu dir habe, eigentlich nie was gesagt habe und weiß, dass du vernünftig bist. Ich denke, wenn das Vertrauen zwischen Kind und Eltern da ist und man über alle Gefahren sprechen kann und vielleicht auch mal mitfahren kann und zuschauen kann, dass das unheimlich viel ausmacht. Ja, das stimmt. Und natürlich ja, wenn man sich darauf verlassen kann, dass die Kinder ihre Schutzkleidung tragen, das ist richtig. Aber eben auch vernünftig fahren und nicht sinnlos jemanden beeindrucken wollen. Ja, nicht so dumm posen und so und sich beweisen und so, ne? Ja. Okay, wir wenden jetzt hier mal und dann werden wir noch mal das letzte Mal ein bisschen noch mal Gas geben. Ja, aber ich finde es gerade so verrückt, dass du dich gerade so freust, wenn wir so ein bisschen mehr Gas geben. Das ist so cool, das hätte ich nicht gedacht. Das ist frei, ne? Das macht Spaß, ja. So, ich war jetzt auch beim ADAC-Motorradtraining. Mama, du brauchst dir keine Angst haben. Nee. Nein, hab ich nicht. Okay, halt dich gut fest. Reich. Gut. Ja. Ist das herrlich? Das macht Spaß. Schön. Das freut mich gerade voll. Aber meine Beine zittern. Ja. Aber du musst echt keine Angst haben. Also wenn dir was passieren würde oder wenn ich aus Dummheit irgendwie was jetzt anstellen würde, dass wir hinfliegen, ich könnte mir das nicht verzeihen. Deswegen fahre ich wirklich richtig sicher. Das weiß ich. Oh, schön. Ah, das freut mich voll, dass du Spaß hast. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Du sagst immer, eigentlich ist es so ein bisschen typisch, muss ich hier rechts? Ja. Du sagst immer so ein bisschen, dass du Angst hast, aber so im Nachhinein eigentlich bist du auch immer voll mutig und bist einfach trotzdem immer dabei bei solchen Sachen. Ich liebe das eigentlich, den Kick. Oh, geil. Oh, herrlich, was man hier noch alles so herausfindet. So, wir fahren hier schön vorsichtig. Ich halte hier mal kurz und beende das. Gut, steigen wir kurz ab. Oder warte, oder bleib drauf, wie du willst. Ja, doch, bleib mal drauf. Halt mal das Motorrad. Aber Annika, ich kann das nicht. Nein, du stehst. Nein, du stehst. Ja, du stehst. Die ist ganz leicht. Ich will dich auch von außen filmen. Nein! Ja, steh dir! Oh, du bist niedlich! Ich habe Angst, dass ich umfalle. Ach, überhaupt nicht! Oh, cool! Das kann ich mir auch richtig vorstellen. Das wird so geil sein. Warte einfach, mal, wenn du Annika auch fährst. So, jetzt ist besser. Sitzt gut, ne? Ja. Zeig mal hier. Ja, sitzt doch sicher. Ja, steht mir? Sieht cool aus. Soll ich meinen Führerschein machen? Ja, fahren wir zusammen. Oh, das wäre so cool. Oh, herrlich. Oh, ja gut, hätte ich echt nicht gedacht. Oh, das freut mich. Wir fahren dann nachher noch eine kleine Runde. Wir sind jetzt erstmal hier kurz. Ja, Leute, ey, ich freue mich so. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mal eure Mutti mit hattet oder wie die zum Thema Motorradfahren stehen. Und ansonsten würde ich sagen, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.